Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Weibrecht vom Kryptomagazin und heute hier bei mir zu Hause und nicht im Büro. Ich esse Sonntag und normalerweise nehme ich sonntags keine Videos auf, aber wir haben das heute. Ich mache heute eine Ausnahme für den Krypto-Crash und zwar möchte ich euch helfen, so ein bisschen heute Morgen mit der Situation umzugehen. Viele, die vielleicht jetzt im Kryptomarkt neu sind oder ein bisschen Angst haben um ihre Kryptowährung oder um ihr Geld, denen möchte ich ein bisschen helfen, so ein bisschen die Situation einzuordnen, was ist passiert, was könnten Gründe sein und wie geht man jetzt so am besten vor, um so ein bisschen die Situation einzuschätzen. Grundsätzlich zu meiner Haltung, an meiner Haltung ändert sich gerade nichts. Ich bin weiterhin bullish und ich werde keine Bitcoin verkaufen. Was ich vielleicht mache, ist jetzt etwas zu kaufen, aber ich warte noch ab und ich zeige euch auch gleich in dem Video, worauf ich abwarte und was wichtige Signale sind. Ich werde in dem Video nicht nur Bitcoin angucken, ich werde auch Ripple anschauen, ich werde Ethereum anschauen und dann, ich bin jetzt kein großer Trader oder hier der Chart-Analyst, sondern ich zeige euch mit einfachsten Mitteln, mit die mir helfen, Orientierung zu finden, wann, wo, was jetzt als nächster Schritt passiert. Ihr wisst ja, ich entwickle selber Trading-Algorithmen, das heißt, ich bin eher so der auf Roboter und künstliche Intelligenz vertraut, was seine Algorithmen, was sein Trading angeht und weniger selber auf emotionale Entscheidungen geht. Grundsätzlich empfehle ich jedem, beim Krypto-Thema zu versuchen, so unemotional wie möglich zu sein und das ist extrem schwierig, ich weiß das, aber lasst uns direkt einsteigen. Ich mache mich jetzt mal von der Kamera her ein bisschen kleiner, damit ihr die wichtigsten Dinge sehen könnt. Und zwar auf dem Kryptomagazin ist gerade ein Artikel online gegangen von unserem Redakteur zum Thema Crash. Der Bitcoin ist massiv eingebrochen und wir sehen auch, ein Grund dafür ist, das US-Finanzministerium hat eben eine Aussage getroffen, bei der wohl vorbereitet wird, also quasi Klagen gegen große institutionelle Institute anzugehen, die im Crypto-Space in den USA unterwegs sind. Und da geht es um Geldwäschethemen. Und das, was dahinter steht, ist eigentlich, dass sie die Börsen angehen werden. Und zwar das Thema geht um Geldwäsche, es geht um Steuern. Und das ist natürlich was, hier geht es um den Schutz des US-Dollars. Hier wird versucht, von einer der größten Institute in den USA, nämlich dem US-Finanzministerium, die wollen den US-Dollar schützen und die gehen das Thema Bitcoin jetzt an. Was interessant ist, es geht eben nicht darum, dass sie sagen, ja, wir starten jetzt Ermittlungen oder so, sondern hier geht es ganz konkret um Maßnahmen, die erhoben werden sollen. Und das Thema ist halt, das heißt, die sind schon quasi mittendrin oder am Ende ihrer Ermittlungen. Eine sehr spannende Perspektive. Das Ganze bezieht sich hier auf einen Tweet von diesem FX Hedge. Hier sehen wir den. Und ja, sie wollen hier jetzt Klage erheben gegen verschiedene Finanzinstitute. Was es genau auf sich hat, werden wir sicherlich in den nächsten Tagen noch erleben. Naja, ist das der einzige Grund? Ich denke nicht. Wenn man mal so auf den Markt schaut und wir haben jetzt hier den Bitcoin Daily Chart, ich mache mich noch mal ein bisschen kleiner, dann sehen wir auf der einen Seite natürlich, wir hatten die letzten Wochen einen extremen Bullrun und der Markt war extrem überhitzt. Ganz ehrlich, als ich gestern Doge gesehen habe, habe ich gedacht, so die letzten Tage dachte ich so, oh mein Gott, was ist denn da los? Ja, so ein Altcoin wie Doge, der wirklich ein Spaßcoin ist, pumpt und pumpt und es ist irrational, wie viel Geld da reinfließt und da wurde ich schon extrem hellhörig. Und da war ich schon auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, bei meinen ganzen Algorithmen, bei meiner Software, die für mich algorithmisch handelt, kann ich regeln, wie viel Risiko ich reinhaben will. Da habe ich schon begonnen, das Risiko ein bisschen zurückzudrehen, dass die Software vorsichtiger handelt und es hat sich bewahrheitet. Wir haben heute einen großen Crash gesehen. Es gab auch in China, in einer Provinz, gab es auch einen Ausfall einer großen Mining-Anlage, was im Augenblick den Bitcoin belastet hinsichtlich der Hashrate. Und ja, all diese Dinge kommen zusammen, also Investigations von den Finanzbehörden, dann kommt hier noch der Einbruch der Mining-Anlagen dazu und das hat die Hashrate ziemlich fallen lassen. Und ja, jetzt lasst uns auf das Thema eingehen, worum es in dem Video gehen soll, nämlich wie gehe ich jetzt in der Situation um. Viele fragen mich jetzt, Alex, was ist jetzt los, fällt der Bitcoin weiter und so weiter. Was ich da jetzt mache, und zwar ist es ganz einfach, ich gehe jetzt mal mit Bitcoin voraus und dann gucken wir uns noch andere Coins an und dann schauen wir gemeinsam an, wie ich jetzt damit umgehe. Und ganz wichtig, da ich jetzt daheim bin, mache ich mein Intro nicht rein, das heißt keine Finanzberatung, meine persönliche Meinung und lasst uns da direkt mal loslegen. Also ihr müsst auch nicht, dürft doch nicht auf Basis dieses Videos irgendeine Entscheidung treffen, ist wirklich nur für euch zur Orientierung.
Also legen wir los. Wir haben hier den Bitcoin-Chart auf der Daily Basis, also auf Tagesebene. Und was ich mache ist, ich gucke mir diesen Tageschart an und scroll den ganz raus erstmal, ganz wichtig. Und dann sehe ich, mache ich mir mal ein Gesamtbild. Das Erste, was ihr jetzt also macht, ist, ihr schafft euch ein Gesamtbild auf die letzten Tage. Ja, und wir sehen hier, wir reden hier von November 2020 bis heute. Ja. So, und was wir als nächstes machen können, ist, wir gehen hier in dieses Linienwerkzeug bei TradingView und dann zeichne ich meine Linie. Und zwar, die Linie geht hier hoch. Und zwar beginnt die Linie hier am tiefsten Punkt. Und die ziehe ich jetzt hier durch. Und zwar an den untersten Berührungspunkten. Hier, hier, hier geht es durch und hier drunter. Das heißt, ich gucke, wo kriege ich mit der Linie am meisten Berührungspunkte. Das ist jetzt keine Vorhersage, keine Glaskugel, sondern erstmal nur, wie gehe ich vor. Okay, ihr dürft es dann auch anders machen. Ihr dürft auch gern, wenn ihr professionelle Trader seid, Kritik üben. Aber so gehe ich vor. Und dann sehe ich hier, diese Linie hier sehe ich als sogenannten Support oder Resistance, also als Unterstützung oder als Widerstand. Im ersten Schritt sehe ich, okay, hier wurde dieser Abwärtstrend, ja, der als Support gedient hat, also als Unterstützung für den Kurs, hier, hier, hier und hier und hier, hier wurde der durchbrochen nach unten. Also erstmal kein gutes Signal, ja. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt gehe ich auf Indikatoren. Und jetzt gebe ich Bollinger Bänder ein, Bollinger Bands. Zack, zack, ich klicke ein paar Mal drauf, dass es für euch ein bisschen ersichtlicher ist. So, die Bollinger Bänder sind die Durchschnitte aus den Hochtiefpunkten und sie zeigen den Durchschnittspreis an. So, und was wir auch sehen hier, wir sehen, die Durchschnittsbänder, also die Hoch- und Tiefpunkte und der Durchschnitt, sind Widerstände. Ich scroll mal für euch ein bisschen näher rein, weil wir wollen jetzt quasi erstmal nur diesen Zeitframe angucken. So, wir sehen, oben ist ein Widerstand, aber wir sehen auch hier, diese untersten Bollinger Bänder sind auch ein Support-Level. Das heißt, hier wird der Kurs gestützt. Und wir sehen auch schön, der Kurs ist zwar drunter gebrochen, hat sich aber auf der Tageskerze schon wieder bis zum Durchschnitt erholt. Das heißt nicht, dass der Kurs da jetzt stoppt, sondern wir haben den durchbrochen. Das heißt, es ist erstmal nicht gut. Ja? Also es wäre besser gewesen, wir wären an ihm abgeprallt und wären dann wieder hochgegangen. Aber wir sind jetzt erstmal runter. Jetzt muss es sogenannte Bestätigungen geben. Das heißt, wenn jetzt der Kurs hier nochmal dagegen prallt und nochmal dann nach oben geht, dann hat sich der Support bestätigt. Wenn wir aber drunter fallen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt wirklich unter diesen Widerstand, nämlich der Bollinger Bände unten fallen, dann handelt es sich um eine Resistance. Dann wird nämlich dieses Bollinger Band ein Widerstand nach oben. Ja, und das ist natürlich dann nicht so schön. So, das ist das nächste, was ich mache. Das heißt also, ich sehe, ah, okay, bis jetzt hat sich das zumindest bestätigt, einmal, dass sich der Kurs wieder genau dahin korrigiert hat an den Widerstand. Ja, so. Als allernächstes, und das ist dann sozusagen mein letztes Instrument, mit dem ich mir einen schnellen Überblick, oder mein vorletztes, mit dem ich mir einen schnellen Überblick verschaffen kann. Was ich als nächstes mache, sind die Fibonacci-Levels. Dazu habe ich ein extra Video gemacht auf dem Kryptomagazin unter Schritt für Schritt. Da seht ihr, wie das funktioniert. Und zwar findet ihr die hier, und zwar unter Fib-Retracement. Und alles, was man macht, ist, man setzt an dem niedrigsten Punkt hier an, bei einem Abwärtstrend, und zieh den bis zum höchsten Punkt hoch. Zack. So. Und das sind die verschiedenen Fibonacci-Widerstandslinien. Und spannend auch hier wieder, wenn wir jetzt mal beim Bitcoin reinscrollen, sehen wir, hier haben wir unsere Unterstützungs-, unseren Aufwärtstrend. Wir sehen hier den Widerstand jetzt, wo er zurückgebounced ist bei den Bollinger Bändern. Und was wir noch sehen ist, wir sind den obersten Fibonacci-Level, nämlich den Level 0236, also 52051 Fibonacci-Level, also bei 52.051, ja, sind wir durchbrochen. Beim Fibonacci-Level 0236 sind wir durchgebrochen, beim roten hier oben, sind aber auch hier gebounced. Also sind auch hier nicht, sind zwar durchgebrochen, aber sind wieder zurückgegangen. Das heißt, hier haben wir nochmal einen starken Widerstand, den es zu durchbrechen gilt. Also, was sind also jetzt aus diesen wenigen Informationen meine ersten Erkenntnisse? Immer mal so einen kleinen Zwischenstand. Die Erkenntnisse sind,
Wir haben hier einen Widerstand durchbrochen, und zwar einmal den Moving Average, dann die unteren Bollinger Bänder und den Fibonacci-Level, den ersten. Also haben wir drei Widerstände durchbrochen. Sogar vier, wenn man den Aufwärtstrend sieht. Also vier Widerstände durchbrochen. Ja. So, das ist schon mal wichtig. Das heißt, hier war wirklich ein Panic Sell. Ja. Das muss man wirklich sagen. Aber wir haben auch was gesehen, nämlich, dass die Widerstände zwar durchbrochen wurden, aber dass der erste Widerstand, also der dritte Widerstand und der zweite Widerstand hier, wurde quasi schon wieder aufgehoben. Nämlich wir sehen, wir sind hier bei den Bollinger Bändern und wir sind hier beim Fibonacci-Level wieder zurückgebounced. Jetzt ist natürlich wichtig zu beobachten, und das ist eigentlich die entscheidende Aussage, was passiert als nächstes? Hält dieser Widerstand und kommen wir zurück in diesen Aufwärtstrend? Dann sind wir klar im bullischen Signal und dann geht es wieder massiv nach oben. Das heißt, im Laufe des Tages müssen wir gucken, kommen wir wieder hier drüber oder schließen wir, und das ist eine nächste wichtige Information, entscheidend ist nicht unbedingt, was untertags passiert. Das ist natürlich schon wichtig und wir sehen auch gerade diese Widerstände und die Supports. Aber wichtig ist, wo schließt die Kerze? Also wo endet der Tag? Wo startet unser nächstes Level? Und das ist entscheidend und hier sehen wir halt, wenn wir über dem Durchschnittswert unter dem unteren Bollinger Band starten, ist schon mal gut. Da müssen wir gucken, kommen wir über diese Trendlinie hier drüber. Und ganz wichtig, wir dürfen nicht unter diesem Fibonacci-Level hier durchbrechen und hier unten irgendwo schließen. Dann sind wir vielleicht in einem bärischen Trend, der massiv runtergehen kann bis auf 44.000 oder sogar bis 37.000. Und das war natürlich echt böse. Insofern, das ist sozusagen meine erste Erkenntnis. Was ich noch hinzufügen kann, um mir noch mehr Informationen und noch mehr Sicherheit zu geben, ist der Relative Strength Index auf der Daily Basis, auf der Tagesebene. Und wir sehen hier nochmal vielleicht zur Erklärung der RSI, wenn wir bei circa 30 sind, also 30 ist sozusagen der Indikator beim RSI, dann ist sozusagen der Markt also abverkauft. Und wir erwarten dann ein Reversal, das heißt, der Markt dreht dann wieder ins Positive. So ab 30 kann man davon ausgehen, dass die Kurse wieder steigen. Und so ab 70 kann man sagen, sind die Märkte überkauft. Da kann sein, der Kurs fällt wieder. Und wir sind aber hier bei so 68, 70 gewesen und sind jetzt runtergebrochen mit dieser Korrektur auf 42. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, der Trend müsste jetzt eigentlich wieder Richtung bullish gehen. Das heißt, wir könnten jetzt drehen. Deshalb bin ich noch bullish. Solange wir hier diese Resistance halten, bei den unteren Bollinger Bändern, im oberen Fibonacci bleiben und der RSI nicht noch weiter fällt, sondern langsam steigt, gehe ich davon aus, dass das jetzt wirklich eine kurzfristige Korrektur war und wir wieder steigen. Das ist so mein Punkt. Deshalb bin ich gerade eher auf langsam. Was ich jetzt machen könnte, wäre so ein bisschen das Risiko meiner Algorithmen wieder hochdrehen, weil ich sehe jetzt zum Beispiel bei den ersten Altcoins, Zcash, Litecoin, machen meine Algorithmen durch Swing Trading schon wieder Gewinne, weil da die Volatilität jetzt ein bisschen zunimmt. Das Volumen war leider heute Morgen nicht so wirklich gut. Da konnte man wirklich nur kleine Gewinne realisieren. Wie versprochen gehen wir aber auch auf Ethereum. Ich denke, das ist für viele auch irgendwie wichtig. Und da machen wir das genauso. Wir gehen auf die Tagesebene. Wir gehen jetzt mal bewusst nicht auf die Stundenebene, weil hier hilft euch nichts, weil das sind so kurzfristige Aussagen im Laufe des Tages. Das können die Trader unter euch machen. Es geht ja hier um eine langfristige Geschichte. Und was wir hier sogar sehen ist, bei Ethereum mega, mega interessant. Da hat nicht nur der Widerstand des unteren Bollinger Bands gehalten, sondern wir sehen, dass der Widerstand durchbrochen wurde vom Moving Average, also vom Durchschnittspreis. Und der wurde quasi hier, hat wirklich als Widerstand gehalten erstmal. Der ist durchbrochen und ist wieder zurückgesprungen. Und das wäre eine coole Information für uns als Ethereum-Halter. Wie sieht es aus? Hält er diesen Widerstand oder hält er ihn nicht? Auch da können wir auch sehr schön jetzt hier, machen wir jetzt auch gemeinsam, der RSI seht ihr hier unten, wir sind jetzt hier bei 53, also auch eine Korrektur von über 74 auf 53, gute Information auf jeden Fall, drehen wir jetzt hoch und gucken mal, wie die Fibonacci-Level sind, gehen wir vom untersten Level auf das höchste und was sehen wir? Auch hier sehen wir, ich scroll mal ein bisschen höher, damit ihr es besser sehen könnt. So, wir sehen auch jetzt hier, wir haben den Widerstand beim Moving Average hier gehalten, da bounced er gerade
Und hier unten sehen wir, wir sind durchgebrochen und er ist zurückgekommen. Wir sehen hier, jetzt kriege ich hier schon wieder Nachrichten, jetzt sehen wir hier beim Fibonacci sehen wir hier auch, der ist durchgebrochen, der obere Fibonacci-Level, aber ist auch rebounced. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, habe ich ja versprochen, habe ich ja gesagt, sollte man mal machen. Was wir machen, ich mache mal den RSI zu. Was wir machen können, ist auch mal hier versuchen, so eine Linie zu zeichnen. Zack. Ist natürlich so, die hat nicht viel Berührungspunkte. 1, 2, 3 Berührungspunkte ist jetzt nicht wirklich viel auf dem Timeframe. Und wir sehen hier auch, wir sind, was das angeht, bei Ethereum sind wir sogar noch im Uptrend. Das heißt, ich sehe jetzt noch nicht mal hier den Rieseneinbruch. Da hat sich Ethereum ziemlich stark gehalten. Und auch hier sage ich, wenn wir hier abprallen und wieder nach oben gehen oder hier am zweiten Fibonacci-Level vielleicht abprallen und nach oben gehen, sehe ich alles noch gut. Wenn wir dieses zweite FIP-Level durchbrechen, sehe ich natürlich auch wieder das Risiko, dass hier Ethereum massiv nach unten gehen kann. Ich halte es für eher unwahrscheinlich gerade. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass wir hier als Widerstand dagegen brechen und dann wieder nach oben ausbrechen. Die Korrektur wurde sehr schnell aufgekauft, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Okay, das gleiche machen wir jetzt noch kurz für Ripple. Ich denke, das ist auch für viele interessant, weil Ripple ja einen massiven Bullrun hingelegt hat. Und auch hier machen wir Folgendes. Wir lassen jetzt mal den Support, dieses Uptrend-Ding weg, weil wir im Parabolischen waren. Wir gucken mal, dass wir mal die Fibonacci-Retracements machen. Klack, zeichnen wir ein. Und auch hier sehen wir ziemlich exakt, wir sind durch den zweiten Fibonacci durchgebrochen, was überhaupt nichts Schlimmes ist bei einem so parabolischen Move wie Ripple. Das war ja so krass die letzten Tage. Und jetzt sehen wir hier, die Resistance ist beim dritten Fibonacci-Level. Wir sehen hier, er geht schon wieder zurück zum zweiten FIP-Level. Wir sehen einen direkten Bounce auf den Moving Average, das heißt auf den Durchschnittspreis abgeprallt. Und ja, bis jetzt sieht es so aus, als ob diese Kurse, also ob diese Moving Averages als Support halten. Und wir müssen einfach mal jetzt mal abwarten, was der Tag so bringt. Das heißt, ich wäre vorsichtig, wenn wir hier unten durchbrechen. Was heißt das für euch als Hodler? Als Hodler heißt es eigentlich gar nichts. Da müsst ihr vielleicht auch mal ein Jahr warten, wenn es richtig scheiße läuft. Aber für Trader oder für Leute, die sagen, sie möchten Swing-Trading machen, ist natürlich diese Situation hier wichtig zu beobachten. Halten die Widerstände oder halten sie nicht? Und das ist so mein erster Blick am Morgen, wo ich denke so, okay, ich bin aufgewacht, hab diesen Kurseinbruch gesehen. Das Erste, was ich gecheckt habe, war, sind meine Algorithmen alle sauber gelaufen? Wurde irgendwas liquidiert? War irgendwo der Hebel zu hoch eingestellt oder so? Nee, war alles gut. Dann erstmal das Risiko nochmal ein bisschen runterstellen, abwarten, keine zu hohen neuen Trades eröffnen. Jetzt erstmal gucken, halten die Widerstände, halten die aktuellen Supports und dann kann man quasi weitere Entscheidungen treffen. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein bisschen zu schnell für euch. Wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, hier auf dem Kryptomagazin unter Lernen, Schritt für Schritt, gibt es eine Lektion, die heißt Krypto Trading Grundlagen. Und ganz wichtig, beim Trading verlieren die meisten Leute. Das heißt, wenn ihr nicht wirklich vorhabt, mit ganz kleinen Summen das auszuprobieren, sondern nur schnell reich werden wollt, empfehle ich niemandem zu traden. Es geht wirklich darum, hier so ein bisschen eine Orientierung zu finden. Wie bewertet man Fibonaccis? Wie bewertet man Widerstände und so weiter? Und wer grundsätzlich mal verstehen will, wie Kryptowährungen funktionieren, der kann sich hier auch so seine Grundlagen abholen. Das war es eigentlich schon von mir an diesem Sonntagmorgen. Kurzes Video. Oh, das ging schon 18 Minuten. Das war gar nicht geplant. Damit habt ihr eine kleine Orientierung, wie ich den Sonntagmorgen sehe. Also entspannt euch, geht einen Spaziergang machen, freut euch über den schönen Tag und bleibt gesund. Ganz liebe Grüße, euer Alex. Bis dann.